Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück beim Rayman in der Rappelkiste auf dem David Hasselhoff beim Spiel Stardew Valley. Ja, wir haben Geoden gefunden, wir haben Topaz gefunden, wo uns der Gunther ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Und ein indischer Glaswels haben wir auch noch gefangen. Also wir müssen, wenn ihr wisst, was ich meine. Zuerst wollen wir da mal ernten, was du säst. Lauch essen. Nein. So, dann haben wir da noch. Ich hoffe echt, wir haben irgendwo noch einen Herdöpfel angesehen. Was jetzt nicht recht. Benötigt Sense. Sense. Haben wir da vorne. Ich hoffe echt, wir haben noch irgendwo einen Herdöpfel. Sense. Die haben wir da. Das Zeug nehmen wir mal da oben. Das verkaufen wir nämlich nachher. Blumenkohl, den haben wir eben schon. Den haben wir schon abgegeben. Ja, genau. Benötigt Sense. Die sind aber noch nicht parat, oder? Nein, nur der da oben. So. Ungemahlener Reis. Dann noch der gute. Der gute Stoff. Das geben wir ab, das geben wir ab. Das geben wir ab, das. So. Und dann brauchen wir unsere Wasserladung. Wir haben noch Snickers gefunden das letzte Mal. Wenn jemand braucht. Zack, 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 zack. So. Für den Larry. Dann. Oh, wir haben einen Herdöpfel. Sehr gut. Den nehmen wir nämlich nachher mit und holen unsere Belohnung ab im Gemeindezentrum. Nach diesem harten Rückschlag am Blumenfest haben wir noch nicht ganz erholt. Wir sind scheinbar recht abstoßend. Hätte das jemals gedacht? Dabei ist doch genau der Neue, der aus der Stadt hergezogen ist, der ist doch sicher mega interessant. Scheinbar nicht. Und das alles aus einem einfachen Grund. Weil wir ihnen noch zu wenig Sachen geschenkt haben. Das ist ja eigentlich voll gemein. Also zumindest tanzen. Penny zuerst eiskalt, ja. Ich bin so, wie heisst's? So ein nervös und so ein schüch. Und nachher sagt sie, sein Vater gerade in die Fresse. Nein. Danke. Mit dir nicht? Was? Mit dir? Immerhin, die dumme Schrulle nachher, die Haley oder Abigail oder wie sie heisst, so. Nein, mit dir tanzt sie sicher nicht. Igitt, hat sie gesagt. Igitt. Eieiei. So daneben. Nein, finde ich nicht richtig. Nein, ist nicht richtig. Ich bin aber 9308 Gold in der Zwischenzeit. Wow. Hey. Leute von heute. Da warte doch etwas, hä? Marnie braucht Lauch. Dann. Der Pierre hat heute Geburtstag. Pierre, solltest du nicht arbeiten an deinem Geburtstag. Nimm dir doch mal einen Tag frei. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich, danke. Das Geschäft läuft eher schleppend, seit Julia in die Stadt gekommen ist. Es ist schwer, mit ihrer Auswahl mitzuhalten. Zünden wir den Laden an, oder? Wow, sicher nicht. Hallo? Alles in Ordnung. Aber ich meine, die anderen arbeiten ja auch mit dem unfairen Wettbewerb. Kommt rein und sagt, Getränke, Gucci, dass sie nicht mehr zum anderen müssen. Das ist ja auch nicht ganz so fair, irgendwie. Also, das ist ein bisschen Anschlag. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe probiert, das irgendwie noch schöner auszudrücken, aber... Ah, ja.
ihre Bohnen vergessen mitzunehmen. Mann, ich bin so ein Idiot. Also manchmal rätselrecht, wieso das ihr da überhaupt zuschaut. Da bin ich echt verblüfft. Schnell da was durchfahren. Geht nicht gut. Ah, Bohnen vergessen mitzunehmen. Und vergessen auch noch Sachen neu einzuschmelzen. Ich hätte lieber einen zweiten Schmelzofen bekommen, anstatt einen zweiten Kohlenofen. Das hätte uns mehr gebracht. Wahrscheinlich habe ich Bohnen noch verkauft, glaubst du? Da, müssen wir mitnehmen. So. So. Wo haben wir denn das Erz her tun? Ich muss es schon da oben rein tun, jawohl. Es nimmt tatsächlich 5 an mir. Genau, und das andere wollte ich auch noch gut posten. Ich habe mal 2 Eisen und One Bird! Und 2 Eisenerz. Das mache ich vielleicht gerade als erstes. Das mache ich vielleicht gerade schnell als erstes. Hat er sicher einen Ofen. Das Essen von mir ja mag das vielleicht nicht das Gesündeste für meine Familie, aber bei solchen niedrigen Preisen wäre es verrückt, woanders einzukaufen. Und Jody, das sollte schnell machen. Wie geht? Ich hasse das. Oh, ey, mir haben echt unheimlich. Unheimlicher Schlag bei der armen Welt. Pam, hast du echt was Gutes geleistet, Kindchen? Danke. Also, ich glaube, immerhin bei unserer Schwiegermutter. Unsere Schwiegermutter läuft das Geschäft. Also das klingt jetzt enorm falsch. Aber bei unserer Schwiegermutter haben wir glaube ich keinen schlechten Eindruck gemacht bis jetzt. So wollte ich es sagen. Jo. Laden. 2 von denen. Und 2 von denen. Dann hätten wir noch eine Geode. Die da. Oha. Okay, danke. Was ist das? Zwergischer Helm. Gunther kann die mehr darüber. Ja, okay. Ich muss immer alles spenden. 5 Kupferbarren für eine Kupfergießkanne. Zum Pflanzgießen kann bei jeder Wasserquelle wieder aufgefüllt werden. Ne? Für Haken, für Mülleimer. Das ist vielleicht auf lange Sicht raus, wäre das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Kupfermülleimer. Dem Museum spenden. Der da. Gunther kann dir mehr darüber erzählen, er erzählt mir einfach gar nichts. Du hast Penny diese Woche bereits 2 Geschenke gemacht. Ja. Du wirst auch keins mehr erhalten. Nein. Jetzt gehen wir ganz schnell noch. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ja, du schießt mir im Weg. Caroline. Okay, wer hat Jody ja gar nicht gern Pflanzen? Habe ich ja nicht gewusst. Sicher allergisch drauf. Habe ich nicht können schmücken, hä? Einmal. Also, unser Schlag bei der Damenwelt ist echt. Wow, ist der überschaubar. Bündel komplett. Belohnung abholen. Geschwindwachs.
Stimuliert die Blätterproduktion, steigert die Wachstumsrate einer Pflanze 10% auf das bestellte Feld mischen. Okay. I guess we can. Was ist das? Ah, ist da nochmal eins aufgegangen? Schwarzes Brett. Ui, Mohn, Ahornsirup, okay. Entenfeder, roter Pilz, Seeigel, Aquamarin, Rotkohl. Granatapfel, Hasenpfote, Wein, Eichenharz, Heuzer, Weizza, Hüpfelza, wow. Okay, hat nicht Marni noch. Marni braucht Lauch. Marni wird zufrieden sein. Wir haben Lauch. Frage ist nur, wo ist Marni die? Hi. Marni. Die ist doch da hinten, innen gehört doch dir, oder? Ja, genau, Marnis Ranch. Gut, dann gehen wir ganz schnell dort unten nachher noch vorbei. Vielleicht schneiden wir jetzt schnell, wenn es noch auffällt. Dum. Weil unser Eisen können wir auch nachher noch brennen. Sam versucht sich an einem Kickflip. Ja, toll. Schon kommt Musik am liebsten nicht weiter. Ich erwarte nicht mehr, oh, jetzt geht Bach ab oder so. Nachher. Da unten wächst ziemlich gut wie die Pflanze. Lauch. Marnie's Ranch. Howdy! Heidi ho! Oh, also hast du mein Gesuch gesehen? Die Songs sehen perfekt aus. Hier eine Bezahlung, wie versprochen. Danke. Das nehmen wir natürlich mit. Machen wir aber auch hauptsächlich mehr, weil wir gerade wirklich da unterwegs waren. Da-dum. Weißt du, bei all denen funktioniert es dann einfach gerade so, weil ich bin halt gerade unterwegs gewesen. Dort durch. Aber bei unseren Auserwählten, die tun echt schwierig. So, holen wir uns das und jetzt haben wir zuerst zuerst das da rein. Und dann noch ein Gold. Dann noch eigentlich noch mehr Kupfer. Da haben wir ja keine Kohle mehr, oder? Lehm. Yay, Larry. Geschwindwachs. Da könnten wir da mal noch versorgen. Melonsaat wächst im Sommer. Pastinake, Goldigi. Was muss man dann für diese Gold-Challenge? Melone, Kürbis, Mais. Okay. Das geht doch ein bisschen länger, wie es aussieht. Ja? Meine ich das nur? Oh, wow. Es gibt zweimal Gas. Wo ist denn unsere Axt? Haben wir die abgelegt? Ja. Während wir noch warten drauf. Hauen wir noch ein paar Bäume um. Und? Noch nicht. Oh Gott, das...
es geht einiges länger, das habe ich nicht gewusst. Ich denke, es geht etwa gleich lang. Scheinbar geht es und ja, dann nimmt es mir auch ein Wunder, wie lange das Gold geht. Oh yeah, ready it is. So. Und rein da damit. Lassen wir das noch heizen. Haben wir da die Wälder im Wald noch ein zurück? Da. Ja, ist schon gut. Komm bald daheim. 19:30. Wir holen im Moment, das gefällt mir eigentlich wirklich so ein relativ viel aus unserem Tag raus. Wir können nicht zu früh pfusen, sage ich jetzt mal. Wir schauen gleich immer, dass wir so ein Energie haben bis zum Schluss. Gut. Ich frage mich, ob wir Eisen dann überhaupt finden können. In der Höhle. Oder nicht mehr Eisen sowieso immer muss kaufen. Wisst ihr, wie ich meine? So. Ja, gib nochmal Vollgas, komm. Da, so Cherry Bombs, die wir auch mal ablegen. Moment, hier kommen die in einen anderen Ort. Deck auf. Wie lange geht euch das? Fertig? Oder braucht das noch länger? Weil das können wir sicher abliefern. Den kann ich eigentlich da versorgen. Hm. Ich denke, das schaffen wir noch. Wir holen uns noch mal eine Belohnung ab, aber scheinbar geht das ein bisschen länger. Ne? Wir brauchen dringendst nochmal so Öfen. Wie geht das? Kupfererz, Stein. Okay. Kupfererz haben wir hier oben. Stein haben wir da. Machen wir noch mal so einen. Die zwei nehmen wir auf. Ja, und jetzt können wir eigentlich hier nochmal rein Kupfererzen. So. Wird doch dann noch fertig? Weißt du, das Stein nehmen wir auch gerade. Nein, ja, komm. Nein. Stein und oben. Was können wir denn? Nun, was haben wir echt mit dem Quarz? Was kann man echt mit dem Quarz machen? Treppen finde ich auch noch gut. 99 Steine. Kannst du eigentlich einfach neben ihn gerade runtergumpen. Lebenselixier, roter Pilz, violetter Pilz, Machel, Pfifferling. Hm.
Sprinkler, ein Kupferbohrer, ein Eisenbohrer. Von dem her denke ich schon, dass man Eisenerz auch irgendwo hergefindet, aber bin mir halt nicht sicher. Cherry Bombs, 4 Kupfererz, eine Kohle, sind eigentlich noch gut. Jetzt bist du fertig? Irgendwie nicht, oder? Okay, das habe ich hier unterschätzt, ich dachte, das können wir jetzt schnell machen. Was haben wir denn da noch? Sammlung. Was das ist? Das ist so eine Karotte. Also das sieht ja jeder. So eine Gangster-Karotte da. Höhlenkarotte, wieso ist die da nicht? Da, die da. Hm. Oh, Fisch haben wir auch noch überhaupt nicht viel gefangen. Minerale, Artefakte, Erfolge, haben wir noch praktisch keine gehabt. Kochen, Erfolge. Grünschnabel, 15.000 verdienen 15.000 Gold. Fischer, fangen 10 verschiedene Fische. Jawohl, okay. Gebe ich da das mal wieder rein. Kupferbohrer kann ich eigentlich auch hier oben hier tun. Kupfererz und Stein machen wir. Wahrscheinlich machen wir dann schon bald mal einen dritten von denen, weil das geht so schon ewig. Gut, wenn wir hier oben noch wartet, probieren wir da noch die letzte Energie mit Fisch. Aber ich wüsste auch, da fängt man eigentlich nicht. Oh, jetzt ist es fertig da oben. Jawohl, wir haben uns noch schnell Zeit gegönnt. Die gehen wir fort. Und nehmen sie wieder auf, ich kann sie wirklich in den Müll schmeißen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das zeitlich noch langt. Wenn wir das heute noch machen. Ich glaube, das langt nicht. Aber das wird uns dann eigentlich. Langsam. Aquarium. Nein. Heizraum. Das wird uns dann das da bringen. Goldbarren, Eisenbarren rein. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt gehen wir auf Fuße. Yes! Und das machen wir dann in der nächsten Folge, respektive sogar in der nächsten Aufnahme. Da haben wir wieder ordentlich was verdient. Bin heute doch schon ein bisschen da. Fast 900 Gold. 894 haben wir hier geholt. Der 27. Tag im Frühling. Der zweitletzte Tag im Frühling und es regnet. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt dafür heute Sensipalense. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt zu. Macht keinen Scheiß und ciao zusammen.